Moin zusammen, ich bin heute nochmal in Südtirol unterwegs, genau gesagt auf der Seceda. Hier bin ich gerade mit der Bahn hochgefahren und ich werde euch jetzt hier oben ein bisschen dieses mega geile Panorama zeigen. Viel Spaß! Anreisen könnt ihr hier entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Also hier hat es wirklich überall toll ausgebaute Fahrradstrecken. Also für alle Fahrrad- und Mountainbike-Liebhaberinnen und Liebhaber ist es hier oben in Eldorado. Oder ihr fahrt ganz einfach, wie ich es gemacht habe, hier mit der Seilbahn hoch. Da unten fährt so eine kleine Umlaufbahn hoch zu einer Zwischenstation. Dort könnt ihr da auch aussteigen und hochlaufen bzw. hochfahren. Oder ihr fahrt wie ich komplett und der Rest ist dann in so einer großen Einergondel. Und überall sind auch Fahrräder erlaubt. Wenn ihr dann hier oben seid, schaut mal, was für einen geilen Ausblick ihr habt. Also hier drüben, da ist diese Seceda. Da werden wir auch gleich noch ein paar schönere Bilder hinbekommen. Denn direkt da hinten, da oben, wo diese kleine Hütte ist, da ist so ein ausgewiesener Fotopunkt, von dem aus man die geilsten Aufnahmen wohl von der Seceda machen kann. Aber ich bin gerade eben schon mal hier hochgefahren, diesen kleinen Hügel. Und von da hinten hat man auch schon einen mega, mega geilen Blick hier auf die ganzen Gipfel, die hier im Umkreis liegen. Es sind einige, sage ich mal, 3000er sogar dabei. Meines Wissens sieht man da hinten sogar die Marmalada. Das ist ja der höchste Berg in den Dolomiten, wenn ich es richtig weiß. Also deutlich über 3000 Meter ist auch ein Gletscher oben drauf. Also man sieht ihn ganz klein hier im Hintergrund. Aber auch hier vorne, diese Gebirgsgruppe, da ist auch schon ein bisschen Gletscher noch dran. Wird wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch deutlich mehr gewesen sein, aber ist jetzt leider so. Ich werde jetzt mal gucken, werde die Kamera noch aufbauen, werde noch ein paar Epic Shots hier produzieren. Licht ist zwar nicht ganz optimal, denn es ist jetzt High Noon, es ist jetzt 12 Uhr rum. Geht aber leider nicht anders, weil wir hier auf der Durchreise nur vorbeigefahren sind. Aber das macht nichts, denn es ist ein bisschen bewölkt und es gibt trotzdem hier richtig, richtig geile Bilder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin jetzt diesen kurzen, aber recht steilen Weg hoch zu diesem ausgeschilderten Fotospot gefahren und ich muss echt sagen, wenn ihr hier seid, nehmt es auf jeden Fall mit. Es lohnt sich, denn ich zeige es euch mal kurz. Schaut mal, was ihr hier für einen epischen Ausblick habt. Zum einen könnt ihr hier hinten so ein Monster-Bergpanorama euch anschauen und wenn wir jetzt ein bisschen weiter vorlaufen, hier diesen Weg runter, da ist dieser typische Fotospot für diese Seceda. Schaut mal, wie geil das aussieht. Also ich werde gleich die Kamera auspacken und werde jetzt hier ein paar richtig, richtig geile Bilder machen. Dann werde ich nachher wahrscheinlich aber hier wieder zurückfahren, denn der Weg hier runter, der ist ehrlich gesagt ein bisschen steil. Also das wird fürs Mountainbike, fürs E-Mountainbike relativ schwierig zum Fahren sein. Aber schaut mal hier, also lohnt sich auf jeden Fall. Ich hole jetzt gleich die Kamera, werde wie gesagt ein paar Bilder machen und dann schaue ich mal, wie weit es hier runter ins Tal ist. Und auch da werde ich euch noch ein paar tolle Aufnahmen hier von diesem Bergpanorama liefern können. Thank you.
Sehen könnt, also hier oben ist es wirklich richtig, richtig geil. Ich war ja gestern schon auf der Seiser Alm, da gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch mal hier oben. Aber wenn ich es jetzt mal direkt vergleiche, finde ich es hier oben schon deutlich schöner. Ist auch ein bisschen, ich sag mal, natürlicher, weil hier ist nicht so viel verbaut. Also bei der Seiser Alm, da ist ja auch relativ viel asphaltiert, das gibt es hier oben gar nicht. Also hier sind wirklich noch so klassische Wander- und Feldwege, also richtig schön zum Wandern, zum E-Bike-Fahren, top. Also auch sehr fahrradfreundlich hier oben alles. Wie ich bereits erwähnt habe, könnt ihr auch mit der Bahn natürlich die Fahrräder mitnehmen. Die Rauffahrt ist nicht ganz billig, hat jetzt für zwei Personen mit zwei Fahrrädern, ich glaube, 67 Euro gekostet. Berg und Tal ist dann natürlich noch mal ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, ich werde jetzt hier gleich hier runterfahren. Also ich bin schon auf dem Rückweg, muss mal gucken, wo es hier ins Tal geht. Denn da gibt es auf der von mir aus gesehen rechten Seite nochmal einen Weg, habe ich vorhin aber in der Bahn so ein paar Pros getroffen, so ein paar Mountainbike-Pros, die meinten, hey, der Weg auf der Seite ist extrem schwierig, extrem gefährlich, den fahre ich natürlich heute lieber nicht, sondern hier diesen gechillten, schönen Feldweg runter ins Tal. Wenn ihr noch weiter zuschauen wollt, beziehungsweise wenn ihr den Weg weiter sehen wollt, dann bleibt einfach mal dran. Ich lasse einfach mal die GoPro am Helm ein bisschen laufen, solange der Akku hält. Ich zeige euch auch kurz nochmal von hier dieses Panorama, weil von hier sieht es auch nochmal richtig geil aus. Ich schwenke mal kurz die Kamera, wartet mal schnell. Schaut mal hier, also wirklich sensationell. Also hier fährt jetzt das erste Mal irgendwie so ein Auto hier runter, beziehungsweise so ein LKW. Gut, hier oben muss halt auch gebaut werden. Aber wie gesagt, also Autos im Vergleich zu Seiser Alm ist hier deutlich, deutlich weniger. Also hier hat man auch wirklich seine Ruhe. Ist auch wirklich nicht so viel los. Also die Bahnen waren zwar voll, verläuft sich hier oben aber wirklich gut. Ihr müsst mal gucken, also da hinten, seht ihr es vielleicht, das sind überall so ein paar kleinere Wege, so ein paar kleinere Pfade. Also hier oben könnt ihr wirklich extrem viele, extrem lange Touren machen. Dafür habe ich heute leider nicht die Zeit. Ich, wie gesagt, fahre jetzt schon wieder zurück ins Tal. Aber wenn ihr hier seid, könnt ihr auf jeden Fall locker einen Tag einplanen. Tipps? Ja, Tipps zur Anreise. Ich würde tatsächlich mit der Bahn hochfahren. Also ist zwar nicht billig, klar. Unten gibt es auch ein großes Parkhaus. Es ist relativ schnell voll, war vorhin auch schon komplett besetzt. Wir haben dann im Ort geparkt. Solltet ihr also früh anreisen, klar, Ferien, Urlaubszeit. Wochenende ist natürlich hier deutlich mehr los wie normal. Aber müsst ihr einfach schauen. Wie gesagt, Bahn hochfahren oder eben laufen oder Fahrrad fahren. Das ist dann up to you. Aber ehrlich gesagt, hier hochfahren und hochlaufen ist ganz schön heftig, weil das sind auch nochmal über 1000 Höhenmeter. Also es ist mehr zum Fahren, zum Laufen, wie gestern auf die Seiser Alm. Ja, so viel für heute. Wenn ihr selber Tipps habt hier oben, beziehungsweise wenn ich irgendeinen Blödsinn erzählt habe oder ich irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht habe, schreibt es mal gern in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und jetzt, wie immer, der obligatorische Hinweis, abonniert meinen Kanal, denn nur so verpasst ihr kein Video mehr von uns. Ich packe die GoPro, wie gesagt, jetzt nochmal auf den Helm, bretter runter ins Tal und deswegen bleibt mir noch eins zu sagen, wir sehen uns.